Das Dilemma der Möbelgroßflächen. Warum Möbelkunden so oft noch mal darüber schlafen wollen. Wozu zeigt man eigentlich 200 Sofas oder 100 Küchen? Antwort natürlich, um Besucher aus der Umgebung in den Laden zu locken. Aber was macht das mit dem Besucher? Folgen aus mehr Auswahl auch automatisch mehr Abschlüsse? Fühlt sich der Konsument besser, wenn er aus vielen Möglichkeiten auswählen kann? Die psychologische Forschung der letzten zwei Jahrzehnte macht kleinen Möbelhäusern Mut und signalisiert eine Herausforderung für die Großfläche. Mehr ist nicht unbedingt besser. Das Dilemma für die Großfläche ist, der Möbelhandel braucht Vielfalt in der Ausstellung, um Besucher anzuziehen. Gleichzeitig reduziert aber die Vielfalt der angebotenen Möbel die Abschlusschancen. Warum ist das so? Das Thema ist im Lebensmitteleinzelhandel ganz gut erforscht. Der Möbelhandel gibt wenig Forschung in Auftrag. Psychologie im Supermarkt dagegen ist eine sehr gefragte Wissenschaft. Und einige Ergebnisse lassen sich auch auf den Möbelhandel übertragen. Eine Ausstellungserweiterung wurde in einer Studie der Verhaltensökonomin Shina Iyengar simuliert. In einem Supermarkt wurden die Konsumenten einmal mit einem Promotionstand mit 6 Marmeladensorten und einmal mit 24 Marmeladensorten konfrontiert. Das Ergebnis zeigt ein frustrierendes Dilemma. Bei einem Angebot mit nur 6 Marmeladen beachteten nur 40% der Kunden den Stand. Bei 24 Sorten waren es 60%. Eine kleine Überschlagsrechnung zur Effizienz von Ausstellung als Kundenmagnet zeigt uns, 4-mal so viel Ausstellung ergibt nur 50% mehr Kundenfrequenz. Das zweite Ergebnis war mehr Auswahl, weniger Abschlusswahrscheinlichkeit. Bei der Präsentation von 6 Marmeladensorten entschieden sich 30% der Kunden zum Kauf einer Marmelade. Bei 24 Sorten kauften nur 3%. Sogar die absolute Anzahl der Verkäufer ging bei der Vervierfachung der Ausstellung auf knapp ein Sechstel zurück. Das heißt, 4-mal so viel Angebot reduziert die Abschlusswahrscheinlichkeit um 90%. Jetzt denken sich vielleicht, naja, so ein Experiment mit einem Promotionstand mit Marmelade, das hat ja keine allgemeine Gültigkeit. Wir verkaufen langlebige Konsumgüter, bei uns geht es schließlich um viel mehr Geld. Frau Iyengar ist deswegen einen Schritt weiter gegangen. In einer groß angelegten Analyse zur Teilnahme an freiwilligen Altersvorsorgeprogrammen von Firmen in den USA, grob vergleichbar mit unseren deutschen Direktversicherungen, stellte sie fest, dass es einen negativen Zusammenhang zwischen der Anzahl der zur Auswahl angebotenen Fonds und der Teilnahmewahrscheinlichkeit gab. Wenn nur 2 Optionen angeboten wurden, nahmen 75% der Angestellten die Möglichkeit wahr, in den vom Arbeitgeber geförderten Pensionsplan einzuzahlen. Jede weitere Option führte zu einem Rückgang der Nachfrage. Pro 10 zusätzlich angebotener Fonds sank die Teilnahme um 2,5%. Da die meisten untersuchten Firmen Pensionsprogramme zwischen 10 und 30 Fonds zur Auswahl anbieten und es immerhin um die geförderte Altersversorgung von 900.000 untersuchten Angestellten geht, ist das eine Katastrophe. Was bedeutet das für den Möbelhandel? Ganz so krass sind die Ergebnisse von Flächenerweiterungen im Möbelhandel nicht. Ein 40.000 Quadratmeter Haus zieht in der Regel 2- bis 3-mal so viel Frequenz an wie ein 10.000 Quadratmeter Möbelhaus. Die Abschöpfungsquote geht aber tatsächlich von über 30% bei kleinen, frequenzarmen Häusern auf unter 10% bei vielen Großflächen zurück. Was folgern wir daraus? Kleine Häuser haben zwar weniger Frequenz, aber höhere Abschlusschancen. Wir arbeiten mit Möbelhäusern von 8000 Quadratmeter Größe, die unter der Woche mit 15 Kundenpartien pro Tag überleben müssen. Wir sehen in kleinen Möbelhäusern Abschlussquoten von über 45%, Abschöpfungsquoten. Das heißt, von 100 Besucherpartien kaufen 45 Möbel. Auf der anderen Seite zeigen das Versagen von großen Möbelhäusern wie zum Beispiel Mahler in Neu-Ulm, Möbel City, Wesner, Feldmann, alles ein bisschen länger her unter anderem, dass es nicht nur um die Ausstellungsfläche geht. Häuser mit großer Ausstellung brauchen einen noch aktiveren Verkauf. Wenn Sie ein großes Möbelhaus haben, müssen Sie deswegen natürlich nicht die Ausstellung verkleinern. Sie brauchen einfach nur Verkäufer, die den Kunden durch die Vielfalt steuern. Die Zwangswegeführung oder die sogenannten stummen Verkäufer reichen da nicht aus. Da die Kunden von der Angebotsvielfalt überwältigt sind und sich da nicht entscheiden können, brauchen Großflächen einen aktiven Verkaufsprozess, bei dem der Verkäufer sehr früh an den Kunden herankommt
und seine Bedürfnisse erfragt. Denn hat der Kunde erstmal 10 Garnituren gesehen, ist er überfordert und will keine Entscheidung mehr treffen und behauptet, am helllichten Tage schlafen gehen zu wollen. Leider sind aber gerade die Möbelverkäufer der Großfläche oft der Meinung, der Kunde soll sich erstmal in Ruhe selber umschauen. Wenn der Kunde dann ungefähr das richtige Möbelstück entdeckt hat, wird er sich schon melden und sich etwas planen lassen. Diese Strategie ist dafür verantwortlich, dass große Möbelhäuser zum Teil katastrophale Abschöpfungsquoten haben. Vor 10 Jahren ungefähr machten wir eine Bedarfsermittlung bei einem Möbelhaus, das nur 3% aller Kundenpartien zum Auftrag führt. Kleines Update, mittlerweile ist da ein Pokomarkt drin. Warum funktioniert die Strategie, den Kunden einfach nur durchdödeln zu lassen, so schlecht? Frau Jenga schätzt, dass wir höchstens 10 verschiedene Varianten beurteilen können, bevor unsere Urteilskraft komplett aussetzt. Das Problem ist, dass die Kunden unseren Verkäufern nach einer solchen Museumsführung nicht sagen, sie haben meine Urteilskraft überfordert. Stattdessen verabschieden sie sich mit den Worten, vielen Dank für die gute Beratung, wir müssen noch mal darüber schlafen. Und wir alle wissen ja, die freundlichsten Verabschiedungen sind die unwahrscheinlichsten Wiederkommer. Fast alle Möbelhäuser, die angebaut haben, sehen danach den Quadratmeterumsatz abstürzen. Die Abschöpfung, das heißt Kaufverträge oder Möbelbarverkäufe geteilt durch die Anzahl der Besucherpartien, wird normalerweise überhaupt nicht gemessen. Und die Händler sind einfach nur unzufrieden, tappen aber komplett im Dunkeln, was die Gründe dafür angeht. Warum wird die Abschöpfung nicht gemessen und analysiert? Weil die Möbelhändler und leider auch viele Berater der Verbände zufrieden damit sind, sich die sogenannte Flächenproduktivität anzuschauen. Die ist ja auch einfacher zu ermitteln, oder? Flächenproduktivität ist aber im normalen Möbelhandel, IKEA mal ausgenommen, ein Oxymoron. Was ein Oxymoron ist, das ist eine Zusammensetzung von sich widersprechenden Wörtern, wie zum Beispiel Hassliebe, offenes Geheimnis, vorläufiges Endergebnis und alter Knabe. Die Fläche ist nicht produktiv, sondern Verkäufer sollten es sein. Was steckt dahinter? Es gibt Waren, die stellt man einfach hin und wartet, bis die Kunden sie kaufen. Zum Beispiel Lebensmittel im Supermarkt. Es gibt aber auch Produkte, die sind beratungsintensiv. Und da geht nichts oder nur sehr wenig, wenn wir nicht aktiv kontakten und beraten. Möbel gehören zu dieser Gruppe. Ob Sie nur ein großes oder ein kleines Möbelhaus managen, lohnt es sich, an der Abschöpfung zu arbeiten. Ich erkläre Ihnen gerne, wie auch Sie mit einem finanziellen Aufwand von unter 100 Euro diese Statistiken erheben können und was bei der Datenerhebung zu beachten ist. Für die Erfassung und Analyse können Sie hier kostenlos eine Excel-Vorlage herunterladen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich gerne kostenlos und unverbindlich.